Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Daydreamer. Ich bin Daydreamer und wir spielen Chaloppy. Ja, wer die ersten beiden Folgen schon gesehen hat, hat sich im Grunde genommen nicht viel verändert im Vergleich zur ersten Folge. Wir sind nämlich quasi da, wo wir bei der ersten Folge aufgehört haben. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, dass wir letzte Folge wieder daheim waren. Keine Ahnung. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal weiter. Und wenn ich das nächste Mal dann wirklich rausgehe, hoffentlich, hoffentlich bleiben wir dann noch an dem Ort, wo wir die Folge beenden. So. Erstmal hier riskantes Rückwärtsfahren. Nein, Entschuldigung, Onkel. Ich mach mal Licht an, ich sehe nämlich sonst nichts. So. Fahren wir Richtung Dresden. Entscheiden mich ja vielleicht auch mal. Richtung Dresden. So. Auf geht's. Ja, was haben wir letzte Folge gemacht? Wir sind, wie gesagt, wieder zurückgefahren zu dieser Tankstelle. Und jetzt müssen wir quasi einfach nur mal gucken. Wir wollen nach Dresden. Und dann fahren wir jetzt nach Dresden, würde ich sagen. Wir haben jede Menge Zeug hinten im Auto, von bisschen Öl, bisschen Wasser und jede Menge Tabak und ein paar Kaffeebohnen. Boah, wir sind aber nicht gerade schnell. 20 km/h gerade mal. Naja. Was hupt denn da also? Hä? Da. Leitberg. Was ist denn da jetzt los? Stau oder wie? Ist mir egal, ich fahr vorbei. Hä? Was war das gerade? Was ist denn hier los? Hä? Ach, da liegt ein oh nee, nicht schon wieder. Fahr ran vorbei. Okay, ich verstehe es nicht. Was ist... hä? Gut, aber hier ist anders. Geh aus dem Weg. Kann ich noch eine andere Route wählen? Irgendwie, keine Ahnung, die irgendwie anders da ist. Sag ganz ehrlich, dann nehme ich auch die Route über diesen Schotterweg oder sowas in der Art. Riskiert, dass ich mir die Reifen kaputt mache. Und fahr dann quasi aber eine Strecke, die besser ist, würde ich sagen. Warte mal. Okay, ich kann echt nichts machen. Das ist doch wirklich blöd. Markensammlung. Okay. Ich kann wirklich null machen. Ganz ehrlich nochmal. Ja, also. Komm ich nicht hier irgendwo durch? Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, nach Hause zurückkehren, glaube ich. Weil ich komme hier nicht durch. Ja, ist gut, Wecker, sei ruhig. Ah, was ist denn das? Verstehe ich nicht. Ja. Gut, wir haben noch jede Menge Zeug. Das ganze Zeug haben wir noch da drin. So, ist der Tank noch voll? Dann können wir nämlich gleich mal nachtanken. Nochmal. Nein. Ja, das reicht noch.
Morgen, Onkel. Ja, Reise fortsetzen. Ja. So. Und dieses Mal. Ja, Schlüssel, Sonnenblende, ich weiß. Was hat dir helfen? Hä? Was hast du jetzt gemacht? Egal. Diesmal nehmen wir mal eine andere Route, eine, die ein bisschen besser ist vielleicht. Okay, das nimmt, von der Kilometerzahl nimmt sich das nicht viel. Tankstelle. Ganz ehrlich, ich nehme dann auch mal in Kauf, dass ich so eine Hubbelpiste habe. Aber dann komme ich vielleicht mal vom Fleck. Also von daher würde ich sagen, ja. Achso. Auf geht's. Ich weiß jetzt echt nicht, wie oft ich schon diese Einfahrt entlang gefahren bin. Ja, die Reise bringt in die Weisung. Ja, ich fahre in Richtung Dresden, haben wir schon mal gehört. Alles haben wir schon mal gehört. Boah, es ist anstrengend. Nur wahrscheinlich sehe ich nichts. Bisschen sprühen. Ach, hey, ach, hey, ach, hey. Dresden, sehr schön. Und diesmal will ich bitte gerne ankommen. Das wäre sehr toll. So. Überziehe ich mit dieser Folge mal, ganz ehrlich, weil ich hatte eigentlich geplant, die erste Folge eines Projektes quasi länger zu machen, also so ungefähr 30 Minuten lang. Ups, Entschuldigung, Onkel. Und ja, Entschuldigung. Und quasi den Rest des Let's Plays dann quasi, oder von allen Let's Plays quasi, so 15 bis 20 Minuten Folgen zu machen. Ja, ich überziehe es mal gerade wirklich, weil ich würde gerne auch mal irgendwann weiterkommen als bis zu dieser Tanke nur. Das wäre schön. So. Fenster mache ich jetzt nicht auf, so geht's rein. Sonnenblende machen brauche ich nicht. Heieieieiei. Fängt gut an. Der Onkel fängt sehr gut an. Ach, je. Ja, diesen Kreis sind wir auch schon 100 Mal gefahren, gefühlt. Ach, je, ach, je, ach, je. So. Da ist schon wieder ein Auto auf dem Rücken. Sag mal, haben die hier alle Autos irgendwie das Käfersyndrom oder wie? Dass sie sich alle auf den Rücken legen. Ja, es ist ja lange her, dass du Ostberlin verlassen hast, Onkel. Sehr gut. Noch länger seit euch. Ja, Ostdeutschland auch, ja. Dresden. Wand. So. War dein Paket? Da war doch ein. Ja, da war ein Paket, schon wieder. Und wieder als beschloss. Ist bitte wertvoll. Zack. Wo ist unsere Brechstange? Irgendwo. Zweiter Döll. Da ist die Brechstange. So. Na, geh auf. Wein! 34,9! Wie teuer wird der? Ach, Mann! Ich ganz ehrlich, wir haben.
ganz ehrlich, weg mit dem scheiß Zweitakel, ich hab Wein. Ich hab Wein. Vielleicht ist es griechischer Wein. Oh, griechischer Wein. Griechischer Wein. Ja, lecker. Griechischer Wein ist wie das Blut der Erde. Umschenk mir ein. Ja, ich höre es auf zu singen, sonst krieg ich wieder einen Ohrwurm. Und ihr wahrscheinlich auch. Sei ich das da? Ach, unsere Pässe. So. Das reicht jetzt beim Wischer, der blisiert mich. Ja, ich weiß. Da ist schon wieder ein Käferauto. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht sehr vertraut. Ja, wenn sie bewegt. Ich bleib doch in Bewegung. Das soll ich ein bisschen. Früchten zu leben, dass die Straße gibt, ist jetzt einmal religiös geworden, oder wie? Hä? Wow. Nein, ich schalte die Scheibenwischer jetzt nicht ein. Ist mir egal, wie beschlagen die Scheibe ist. Na gut, Joggle, bitte sei ruhig. Gut, komm, ich schalte sein, dir zu lieben vielleicht. Nee, nicht schon, nee, bitte nicht, nein. Weg. Will damit nichts zu tun haben. Ja, zurück, das Auto kurz betrieben, benötigten Teilen verbrauchen. Das ist aber ein Käferauto und kein, zurückgelassenes Wrack. Oder vielleicht Kisten am Straßenrand, ja. Ja. Ja, die Straße wird uns versorgen. Wenn es in meinem echten Leben so wäre. Tankstellen, nein, ich halt's. Vielleicht doch. Haben doch Benzin verschleudert. Ganz kurz. Ganz kurz tanken und dann fahren wir weiter. Heieiei. Meine Tankstelle. Und da steht da Dresden. Also nach da geht's nach Dresden, da geht's nach Leipzig. Gut, da fahren wir erstmal kurz hier lang. Da gibt's die Tankstelle. Brauchen wir ja nicht, die haben nämlich kein Benzin mehr. Fast. So. Berlin Tankstelle, ja. Da geht's nach Berlin. Da ist eine Tankstelle. Tankstelle brauchen wir. Tankstelle, whoop. Nicht so hastig. Nicht so hastig. Ist auch da so, das ist eine Wolke. Alter. Hoppala. Langsam. Nee. So. Tanken. Wir müssen tanken. Ein Liter nur noch. Das war knapp. So. Dann brauchen wir Öl. Öl. Hier ist eine magere Mischung. Macht das Ganze schneller. Eine fette Mischung. Macht mehr Haltbarkeit, aber langsamer oder wie?
Das vergesse ich mal. Optimale. So. Gut. Was anderes brauchen wir nicht mehr. Auf nach Dresden. Achso, bezahlen. Da war ja was. Bezahlen wäre doch gut. So. Zack. Danke. So. Nein, nicht aussteigen. Tür zu. So. Und jetzt. So, auf nach Dresden. Nein, falsch. Weiter, Knopf, Scheibenwischer wollte ich anmachen. Und Scheinwerfer. Achso, man sollte auch Handbremse lösen zum Fahren. So, ab nach Dresden. Ach, der Vollmond, wie schön. So. Da geht nach Dresden, geradeaus. Hey Gott, ich wusste nicht, dass es so schwierig sein kann, nach Dresden zu kommen. Ja, ja, auch gut. Und irgendwie, wir schlagen uns doch ganz gut eigentlich. Eigentlich. Dresden nach links. Ja, sag mal kurz ruhig. Da, oder? Ich würde sagen da. Bin ich falsch gefahren, pass auf. Auf nach Dresden. Endlich mal. Nach so langer Zeit. Ach ja. Was? Bornstein. Fällt dir auf, die Landschaft hat sich verändert. Ja, Landschaft verändert sich immer. Wir betreten das, was man in der schwarzen... hier als schwarzes Dreieck bezeichnet, echt. Keine Ahnung. So. Auf nach Dresden. Endlich mal bitte. 420 Kilometer. Ach, ist auch schon eine Strecke.
Ja, alles hat seine Kehrseite, Onkel. Ja, glaub ich dir. Stadt oder Industrieanlagen. Wo ist es Dresden? Scheibe frei machen. Leute, aber ich würde sagen, ist es nicht in Dresden? Das ist Dresden. Komm, ist es Dresden? Ich glaub ja. Ah, das ist Dresden dort in der Ferne. Hui! Fahrzeugassistenzsystem, EDC, SFR. Ja, gut, endlich! Endlich sind wir da. Leute, wir haben es geschafft. Endlich! Endlich, Leute, endlich, endlich, endlich. Hui. Okay, wo ist lang? Ich fahre mal nach rechts. So. Sieht aus wie eine Geisterstadt. Was ist das? Eine Tankstelle, okay. Ups, Entschuldigung, Onkel. Okay, Tankstelle. Irgendein Hinterhof. Was ist das? Leica. Okay, was können wir da machen? Leute, ich will jetzt erstmal ganz kurz in diese Gaststätte. Den Rest gucken wir uns dann nächste Folge an. Weil ich bin jetzt gerade echt wirklich froh, dass wir einfach mal angekommen sind in Dresden. Den Rest gucken wir jetzt in Ruhe nächste Folge an. Versprochen. So, wo ist jetzt diese Gaststätte? Gaststätte. Bist du? Da nicht, da geht's aus der Stadt raus. Gaststätte. Gaststätte. Na? Ah, das wird drin sein. Motel Parke, sollte davor, okay. Ja, wir checken ein. Wischer ausmachen, Licht ausmachen. Portemonnaie nehmen. Zack. Lauf doch mal nicht so schnell, Onkel. Abend. Willkommen, wirst du heute bei uns bleiben? Ja. Es kostet 20 Mark für das Zimmer. Wow. Ach, naja, gut. Zack. Zimmer 1A. Okay. Wir bitten dich freundlich an die anderen Gäste, wenn diesen Abend nicht zerstören. Ja, mache ich. Komm, du kannst mich ins Zimmer. Dich ins Zimmer lassen? Schlafen wir zusammen. Gott, nee. 1A. Sieht schön aus. Toilette. Gut. Warum steht denn so Onkel mit einem Koffer, mit einem offenen Koffer? Was ist das? Augenschein freigeschaltet. Startet den Jahr August 1989. Okay. Was denn das? Ein Telegramm. Werter Genosse Lütwi. Als Antwort auf Ihre auf Ihren Antrag zur Anschaffung eines Leica 601 Kraftfahrzeug für den Zweck Transport persönlichen Eigentums zurück ins Herkunftsland
eingegangen am 12.02.1986, teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht imstande sind, Ihren Antrag zu bewilligen oder zu unterstützen, da Regierungsfahrzeuge nicht für den Transport von Privatgütern, Privateigentum benutzt werden dürfen. Besonders nicht zu Staaten außerhalb der brüderlichen sozialistischen Staatsgewalt. Des Weiteren sind wir verpflichtet, Sie daran zu erinnern, dass jegliche Kommunikation zu Ländern außerhalb des staatlichen Einflussbereichs streng überwacht wird. Wir fordern alle Genossen auf, stets wachsam zu sein im Anbetracht sensibler Informationen, die ihren Besitz sein könnten, die in ihrem Besitz sein könnten. Mit sozialistischen Grüßen, was steht da? Ne, kann ich nicht lesen. Okay, unser Onkel hat anscheinend irgend beim MFG den Leica beantragt, diesen Leica, wie, und das wird abgelehnt. Okay, wie hat er den dann bekommen, den wir jetzt haben? Hat er jemanden bestochen? Verstehe ich nicht. Naja, das ist, hoppala, das ist das Problem unseres Onkels. Da mische ich mich nicht ein. Ich würde sagen, Leute, wir sind in Dresden angekommen. Endlich. Ich hau mich aufs Ohr und sag, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Ich sag ciao, euer Daydreamer.